Jetzt neu auf www.jjg.de. Once again, einfach incredible, ist er hier wieder. Euer süßes, siffiges Pummelchen voller Testosteron. JJG am Start, mi friendos! Und ich mache jetzt hier mal kurz, so bevor die Analyse wieder, bevor die Analyse losgeht, ja, lese ich euch jetzt ein paar Witze vor. Ich habe ja auf Instagram gesagt, Freunde, ihr sollt mir ein paar Witze in die Kommentare ballern. Und warte mal, ich nehme gerade mit einer anderen Kamera auf. Ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, wo ich hier reingucke. Ich weiß es nicht. Da, okay. Und ich habe gesagt, ich grüße denjenigen, der den besten Witz vorgelesen hat. Ich konnte allerdings nicht ahnen, dass wir hier 350 Kommentare haben. Es waren sogar weit über 400. Ich habe sau viele Kommentare gelöscht, beziehungsweise Witze gelöscht, weil sie zu krass waren. Weil sie einfach, ja, über sowas will ich dann auch nicht lachen. Also ich bin wirklich ein Freund von schwarz. Ich habe sehr schwarzen Humor, aber bei mir ist irgendwann trotzdem auch eine Grenze erreicht. Also wenn es dann um krebskranke Kinder und so gibt, Freunde, da kann ich wirklich nicht drüber lachen, so. Aber über viele andere Dinge konnte ich lachen. Zum Beispiel hier hat ein Kochos S. Costa Loco Loco hat geschrieben. Eine Oma geht zum Metzger und bestellt eine Salami. Der Metzger. Am Stück oder in Scheiben? Da reißt die Oma ihren Rock hoch und fragt, ist das eine Pussy oder ein CD-Player? Costa, Grüße geht raus. Steph, Grüße geht raus. El Greco 187. Ein Mann kommt nach der Arbeit nach Hause und fragt seine Frau. Schatz, was würdest du tun, wenn ich im Lotto gewinne? Frau antwortet, die Hälfte nehmen und abhauen. Und der Mann darauf, okay, ich habe 12 Euro gewonnen, hier sind 6 Euro und jetzt verpiss dich. Geronimo Röder. Oh, das ist ein geiles Wortspiel ohne Spaß, Alter. Boah, da könnte man so eine geile Zeile draus kicken, Mann. Und zwar, Geronimo Röder fragt mich, oder schreibt den Witz, wie nennt man einen kleinwüchsigen Türsteher? Sicherheitshalber. Hier, Sönke, auch ein sehr, sehr gutes Wortspiel können wir daraus machen. Was hat jemand, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Warum ich mich ständig nur im Dreieck bewege? Denn ich habe Kreislaufprobleme. 100 Mark Beats, Dicker! Grüße gehen raus. Er schreibt, was ist der Unterschied zwischen der Frau und der Pizza? Pizza gibt's auch ohne Pilze. Der hier war richtig gut. Von Feiru. Was ist das Lieblingsessen von Kapital? Brathahn. Der ist ein bisschen assi, aber er ist auch ein bisschen lustig. Cookie schreibt, warum gibt es Amokläufe nur auf Gymnasien? Weil auf der Hauptschule zurückgeschossen wird. W.A.L.T.E.R. unterstrich. Habe heute Kondome gekauft im Supermarkt, um meiner Freundin fremd zu gehen. Habe trotzdem Treuepunkte bekommen. Braucht die Oma beim Hinsetzen zu lang? Fliegt sie durch den Gang? Andreas 43, Busfahrer. Felgi schreibt den Witz, auch echt lustig. Sinan K 55. Was ist noch unter der Gürtellinie? JJ's Hängebauch. Lars B10, was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Epileptiker? Der eine isst mit Zimt und Zucker und der andere liegt im Zimmer und zuckt. Maxi Midi Lian schreibt, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Backe! Und warum nicht? Weil er nur einen Arm hat! Felgi, was machen Polen auf dem Eis? Einbrechen. In Sachen Flows bin ich nicht zu schlagen, mein Freund. Ich bin fly und hab einen Teich voll mit Armen, da Keus. Ich hab keinen Job und guck den ganzen Tag Fernsehen, doch kann das jetzt vollkommen genießen, dank Hans Entertainment. Danke, seitdem ich rappe, tun die Bitches, was ich sage. Ich lass Sonja Kraus für mich laufen wie Glücksradkandidaten. Und nachdem sie wiederkommt mit zwei Doppelbomben. So, mi friendos, kommen wir zu dem absoluten Tiefpunkt dieses Videos. Und zwar Baha zu der Fortsetzung des Hall of Shame Turniers, beziehungsweise des JBBs Hall of Shame. Ja, also ich sag ganz ehrlich, es gab schon Videos, auf die habe ich mich mehr gefreut.
sag ich ganz ehrlich. Aber Gay Butters ist wenigstens dabei. Gay Butters. Okay, Freunde, let's do it. Komm, wir schnacken gar nicht lang rum. Wir haben ja schon die Pizza am Anfang erzählt. Come on. Wenn ich den Beat noch einmal höre, schlag ich dieses Keyboard, ja, mit voller Wucht auf meinem Elfenbein Schreibtisch kaputt. Halt's Maul, du Faggot! Sag mal, ist das Erste, was man von Gay Butters jemals gesehen hat? Was? Also ich muss ja schon lachen, das ist einfach, ich muss direkt halt lachen bei so einer Scheiße. Sondern insgeheim auf Vibratoreneinlauf. Na schlecht. Einlauf! Der halbe Ketchup, Julian! Dein letzter Einkauf! Der halbe Ketchup, Julian! Was ein Typ, Alter! Der halbe Ketchup, Julian! Der halbe Ketchup, Julian! Der halbe Was eine Scheiße, Alter. Lass die Seife fallen. Ich stelle mir gerade vor, wie Julian das erste Mal sieht und wirklich überlegt, ob er das hochladen soll, weil das für ihn eigentlich, weil Julian, wenn man den mit schwul kommt und so, ne, da ist er ja, ich sag mal, ein bisschen dünnhäutig vielleicht, wenn man es vor dem ausdrücken will. Und dann kriegt er so eine Quali zugeschickt, wo ihn einer so assi anschwult, Alter. Oh Mann, Alter, da hätte ich gerne deinen Gesichtsausdruck gesehen. Schöne Stunden haben! Ich weiß genau, du stehst da drauf. Scheiß auf die Frau, bei denen du deine Zeit verschwendest. Ich schreib auf Zweiter in die Hände, wenn du willst. Und ich will dir mal machen, dass ich deine Eier gebe. Seh, das ist zu sehen dann einfach. Seifenspender, komm, Kleiderständer auf Seifenspender, kick den gut rein. Was er für eine Hose anhat, Alter. Das ist so krass. Das ist so eine Low-Pants, Alter. Wo schon die Hüftknochen, die Frauen tragen, wo so die Hüftknochen rausgucken, Alter. Und er hängt sag mal, was ist mit ihm los? Oh, dann gehen doch gerne auf den Flug in mir. Und wenn du willst, dass ich mich schon verliere, dann kann ich einfach nach die Frau auf dem zu ihr. Lass die Seife fallen, du weißt genau. Ja gut, das hat er von Simon Kose Johann gerippt. Das mit dem Schwanz da drin oder was auch immer er da drin hat. Ich weiß genau, du stehst da drauf. Scheiß auf die Frau, bei denen du deine Zeit verschwendest.
Ey, nicht normal, Alter. Also ich wusste ja so ein bisschen, dass da jetzt irgendwas Schwules auf mich zukommt, ne? Aber dass es so ein Ausmaß hat, also das, also da, also... Was ein Bastard, Alter. Da freue ich mich auf die Analyse vom Julian hier. Jetzt kommt erstmal AK. Ist das so sein Name? AK. Nimmt das hier überhaupt auf? Ist eine Frage, ja? Sieht gut aus. Wie deine Mutter im Blutrausch. Mein Rap ist so wie Kuhhaut, denn da wird ein Schuh draus. Kid Killer. Der Big Boss. Hallo? Hallo. Auf links höre ich dich. Schick mal den Regler hoch. Günther. Jetzt müsste ich eigentlich mein MIDI-Keyboard kaputt hauen, gell? Ohne Spaß, ich kann den Beat so nicht mehr hören, Alter. Nicht normal. Julian, mach keine Faxen, wir lassen dich klatschen. Junge, lösch dein Kanal oder... Ey, Leute, was guck ich mir denn hier an? Wir lassen dich klatschen. Junge, lösch dein Kanal oder ich fick dich oral. Mein AK macht aus mir ein bestialisches Tier. Komm mir nicht in die Quere, du besitzt keine Ehre. Ich zische deine Karriere mit Hammer und Sichel. Ich reiße dich ein wie den Hamburger Michel. Julian, lass doch mal das Haus hier an sein. Das hier ist es 1, 2, 3, 4, Doppel rein. Du bist fast im Heiligstein. Aus dich kommt immer nur die fetten Bäume rein. Deine Ansprüche sind wie dein Fern. Klein, wie nur Heritat. Ich saug jetzt den Wein. Julian, wo sind denn meine ganzen Tampons abgeblieben? Aber Mama, wir brauchen doch das Geld. Julian, geh doch mal wieder mit deinen Freunden spielen und hör auf unsere Lusten, Tampon zu verdienen. Julian, geh doch mal wieder mit deinen Freunden spielen und hör auf unsere Lusten, Tampon zu verdienen. Julian. Das ist die Körperlimitation, das ist keine Lebenslegitimation. Ich das nass, ich das beim Rap. Operation, jetzt gibt's eine Vivi-Lektion. Ich bin die Super-Kreinkarnation. Mein Flow ist meine Waffe. Elimination, für uns ist erst der Sieg die Endstation. Meine Reims, lyrisches Riff-Niveau. Wo ich hier flow, fick dich ne She-Mail auf Klo. Julian, du Opfer. Wo ich hier flow, fick dich ne She-Mail auf Klo. Und ich war joggen heute Morgen, gell? Ich hab wirklich das Gefühl, meine Bronchien kommen mir gleich aus dem Hals, Alter. Du restlicher Jude, ich gebe den Wodka und scheiß dir in die Bude. Habt ihr gesagt, ich bin behindert? Was für ein Teacher? Sorry, ich bin verhindert. Julian, du Opfer, du restlicher Jude, ich gebe den Wodka und kack dir in die Bude. Hey, Digga, ich bin auf den Zug, ich brauch Tampon. Ja, 50 Pfennig macht das. Julian. Ey, Freunde, sorry, Alter. Da hab ich nix für übrig. Jetzt ziehen wir uns hier. Ist das die Analyse? Warum ist die nur so kurz, Alter? Ist das die Analyse? Hallo. Tatsache, Alter. Also zu den anderen, AK. Leute, keine Ahnung, das ist für mich auch nicht mal lustig, so, das ist einfach nur Scheiße. Es ist nichts Gutes daran zu finden. Deshalb, ich ziehe jetzt auch einfach mal alle Punkte ab. Null. Hall of Shame Nummer 4. Ich hatte diese Woche leider so gut wie gar keine Zeit, weil ich Moralapostel... Klar, das kennen wir doch, Julian. Das ist doch gar kein Problem. ...vom Planetenpussy für meinen Hauptkanal gemacht habe. Deswegen fällt diese Folge sehr viel kürzer aus als sonst. Schade, Mann, weil genau zu Gay Butters hätte ich gerne was gehört von ihm. Diesmal mit AK und Herr Tutorial, Kandidat Nummer 7 und Kandidat Nummer Schwul. Rosa ist das neue Schwarz und Schwarz ist das neue Schwul. Er ist kühl wie ein Schrank, doch
Er ist schwul und hat Angst. Leute, die solche Videos machen, haben einfach kein Schamgefühl und nichts gerissen im Leben, außer ihren Schließmuskel. Aber ich muss zugeben, dass ich einige Lines ziemlich hart gefeiert habe. Und mit was für einer... Stimmt, die Zeile habe ich gar nicht bewertet, gell? Ich kann mich daran erinnern, dass ich da gelacht habe und mir gedacht habe, wie muss ich bewerten. Dann habe ich es aber, glaube ich, nicht getan, oder? Ja, wenn doch, hat er jetzt noch einen Punkt mehr. Ich muss auch nochmal meine Punkte zählen hier. Also Gay Butters hat von mir bekommen 2, 4, 6, 8, 9, Alter. Und AK, er bämmt die Moore. Nichts. Jock. Punkte. Jock. Null. Hingabe im Tutorial im Video Rumschwul sucht seinesgleichen. Er veranstaltet da quasi seinen ganz persönlichen kleinen Christopher Street Day. Ich finde es wunderbar, wie er seine ganz normalen Videos einfach in Rap verpackt hat. Und sein Outfit ist ihm auch ziemlich gut gelungen. Von euch gab es für Herr Tutorial aka Gay Butters 77 Punkte. Kommen wir zu AK und Willibert. Dazu ist eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Das Video ist im Prinzip ein 3 Minuten langer Behindertenwitz. Außerdem veranstalten die beiden dabei noch einen Wet-T-Shirt-Contest. Julian, du Opfer, du hässlicher Jude, kippe den Wodka und kack dir in die Bude. Das war die beste Stelle vom, den wollte ich fast schon erwähnen, aber ich dachte mir, ich kann jetzt da nichts Gutes erwähnen, wenn ich eigentlich 100-mal mehr Schlechtes hätte erwähnen müssen. So. Julian, du Opfer, ich kack dir in die... Ja, da reimt er so ein bisschen, das ist vom Reimschema ganz gut. Die Silben sind komplett scheiße, aber es ist... Du Opfer, du hässlicher Jude, kippe den Wodka und kack dir in die Bude. Für die beiden Spezialisten gab es von euch 56 Punkte. Hier nochmal die aktuelle Rangliste in der Hall of Shame. Und morgen gibt... Warum ist denn Gay Butters so weit unten, Alter? Der war doch voll unterhaltsam. Es gibt zwei Kandidaten für die Hall of Shame, die definitiv nicht dort landen wollten. Da werde ich mir dann auch wieder extra viel Zeit nehmen, um auf ihnen rumzuhacken. Geh doch mal wieder mit deinen Freunden spielen. Und hör auf, was du das Zentrum zu verlieren. Julian, Julian, Julian. Also es gibt bestimmt Leute, die das lustig finden, so. Ich meine, mein Humor ist ja nicht der Allerweltshumor. Aber ich finde es wirklich nicht lustig. Ja, wir machen jetzt direkt weiter, komm, dann haben wir die Qualis durch, Alter. Wir ziehen jetzt Eddie und Nightlife noch rein. Let's motherfucking do it, man! Hier nochmal die Pünktchen auffüllen. Alter, Freunde, ich hab Bock. Ey, wirklich, ich freue mich, wenn ich die Hall of Shame durch hab, so. Ich freue mich, weil ich weiß, oder ihr sagt es immer, dass da ein paar Highlights noch dabei sind. Ich lach wirklich gerne und ich freue mich auf diese Runden, wo ich wirklich was zu lachen habe, Alter. Aber danach freue ich mich auch wieder aufs JBB 14, dann auf das 15er JBB, dann auf die Cypher. Also da freue ich mich mehr drauf, ohne Spaß. Wieder dieser abgefuckte Bastard-Beat. Eddie! Der Eddie sieht auf Anhieb so aus, als würde er es ernst meinen. So. Also der sieht auf den ersten Blick so aus, als würde er das jetzt in der Tat ernst meinen, was er gleich von sich gibt. Julian, du Rap-Scheiße, merkst du's eigentlich nicht? Sogar deine 13-jährige Fans finden dich weg, du Bitch. Du hast ja der S, aber ich finde, du hast echt recht. Selbst mal hilft es und machst du selbst und du dieser Welt einen Gefallen, Digga. Und ich dachte, du bist ein Playboy, doch du machst Gameplays. Eigentlich bist du nur eine Schwuchtel, die den Tag zu Hause am PC rumhängt. Du bist ein... Nee, der meint's wirklich ernst und ich zieh direkt Punkte ab, weil das ist kein sauberer Flow, das sind keine sauberen Reime. Das ist Stotter und einsilbige Spasti-Reime. Die einsilbigen Reime sind nicht mal gut. Playboy, doch du machst Gameplays. Eigentlich bist du nur eine Schwuchtel, die den Tag zu Hause am PC rumhängt. Du bist... Rumhängt auf Gameplays, okay, Digga, stabil, Alter. Der meint's ernst, da bin ich mir sicher. Oder? Sag mal, Eddie meint's ernst. Ein Pedo, der sich Kinderpornografien reinzieht. Und du bist eine klickgeile Nutte, die sich Schwänze in den Hintern reinschiebt. Solche Typen wie dich verprügelt. Reinzieht auf reinschiebt, stabil, Digga. Immer nach dem Schulhof Julian, man nannte sie Hurensohn und disst sie auch in den Schulferien. Dein Rap ist wack, du gehörst selber zur Hall of Shame. Deine Texte sind ganz okay, doch mit deinem Flow bist du gefickt im Game. Julian, du fettes Kind, geh ins Fitnessbank drücken. Ach nee, dein Konto ist leer, da würd ich mich auch von der Bank drücken. Der war gut, Alter. Der war gut. Der war nicht schlecht. Als hätte ich die Joghurts im Supermarkt auf ihre Haltbarkeit kontrolliert. Der war nicht schlecht.
Also merkt ihr eigentlich, also viele von euch merken ja, dass ich die Witze 300.000 Mal bringe. Das ist aber lustig. Es ist einfach immer wieder lustig. Taufen auf dem Gehweg, hör auf mir in die Sicht reinzulaufen, Junge, und geh weg. Ich geh weg, auf geh weg. Bin wortgewandt und schlagfertig. Ja, wortgewandt und schlagfertig, du bist nicht wortgewandt und schlagfertig, du bist nach einem Schlag fertig. Homie, du Trapatoni, du hast fertig und deine Flasche ist leer. Ich hasse dich sehr, die Kasse gepair, geh nach Hause, wirf die Waffen ins Meer. Von wem war das? Wer kennt den Part? Kommentieren, Alter. Wer den Part kennt, von dem hab ich Respekt. Und sonst von niemandem auf der ganzen Welt. Ich bin intolerant und asozial. Fuck you. Den mache ich mit deinem Schlag fertig. Du bist nur ein Lappen mit Behinderung fertig. Und ich tu den mache ich mit deinem Schlag fertig. Er kickt echt den Spit, ne? Spit, split. Spit, split. Du bist nur ein Lappen mit behinderten Witzen. Doch wärst du ein Penner, dann würde ich auf dich pissen. Ich bin Eddie, bin wortgewandt und schlagfertig. Und ich, Julian, mache ich mit deinem Schlag fertig. Du bist nur ein Lappen mit behinderten Witzen. Doch wärst du ein... Ach, das ist die Hook, ja? Penner, dann würde ich auf dich pissen. Du nennst die Bibel Dünnschiss, machst die Religion runter. Was ist damit? Boah, jetzt kommt er mit dem Ratter-Flow rein. Richtig krasser Flow, Digga. Eddie, Props, Ghetto-Faust für dich, Alter. Richtig krass. Schreibt mal ohne Spaß, schreibt dem Eddie mal, Chiki will ein Feature mit dir, wenn ihr denn über irgendwo habt. Schreibt dem mal, ey, Jay Chiki will ein Feature mit dir. Also, der ist so scheiße, der Typ hier, ohne Spaß. Mit deinem Schlag fertig, du bist nur ein Lappen mit behinderten Witzen. Das hat auch nichts mal mit der Host, mit der Hall of Shame zu tun. Ich würde den einfach gar nicht annehmen, so. Das ist einfach scheiße, so. Doch wärst du ein Penner, dann würde ich auf dich... Das ist Fakt. Pissen. Du nennst die Bibel Dünnschiss, machst die Religion runter. Was ist da mit deinem Album? Analyse, was versteht man darunter? Dass du gerne in deinen Arsch gefickt wirst, warum sagst du das nicht gleich? Okay, ich verstehe, dein Leben muss aber echt hart sein, Taglife. Bevor ich deine Tracks höre, höre ich Afterfield. Ich muss wissen, wer der Babo ist. Jeder weiß, dass sich jeder in ein Arschloch fickt. Und ich mach bei diesem Battle mit, weil ich... Okay, Babo ist Arschloch fickt, da war ein ganz guter Reim. Davor war auch schon irgendwie mal kein einsilbiger hingekotzter Scheißreim. Hyped werden will Spaß, ich hab nur Bock, ein paar Rap-Artisten zu killen. Adolf Hitler hat einen Kamm über den Lippen und ich besorgt hier einen Kamm über den Lippen. Ja, meinte der Kamm. Fang an zu blasen, ich bin kein Friseur, doch gebe dir mein Kamm in die Haare. Adolf Hitler hatte einen Kamm über den Lippen und ich besorgt hier einen Kamm über den Lippen. Danach besorg ich es deiner Mom zwischen den Titten und es macht mir echt Fun, so sinnvoll zu spitten. Und ich... Also, das ist so scheiße. Ich da jetzt mal einen Punkt für geben. Ich bin böse, ich gebe deinem Video ein Dislike. Deine Bitch findet mich geil und gibt meinem Dislike. Ey und Julian, deine Hyperbolik stinkt zum Himmel. Geh auf die Knie, du bekommst Überdosis von meinem Pimmel, yeah. Du Schwuppe. Ich bin Eddie, bin wortgewandt und schlagfertig. Und ich, Julian, mache ich. Wärst du ein Penner, dann würde ich auf dich pissen. Yeah. Wasser, Alter. Überwack. Hey yo. Geiler Beat, Alter. Fängt richtig geil an, der Beat. Mein Name ist Nightlife, JBB, Qualifikation. Hey yo, Juli. Oh, der meint's auch ernst, gell? Der meint's doch echt auch ernst, das hört man doch direkt. Hör mal gut zu, Mann. Hör mal gut zu, Chapa. Hast du mein Arbia dabei? Komm halbe Stunde, Archib, und gib mir mein Arbia oder mein Geld. Ansonsten schicke ich dir ein paar Leute, die dir komplett den Hals aufschneiden. Hör mir mal gut zu, Chapa. Vollkontakt-Rap, Junge, ich bin drauf. Ficke die billige Bits, Julien, geh auf die Knie und geh drauf. Wer ich bin, dieser Junge aus der Nachbarschaft. Was ich tu, das, was ich mal dein Nachbarschaft. Ich bin nachts unterwegs, nachts, wenn du schläfst. Du wirst ein Rapper sein, komm, ich zeig dir, wie es geht. Scheiß auf die Stadt, scheiß auf die Staatsanwaltschaft. Kein Staatsanwaltschaft ist, dass mich die Polizei in eine Strafanstalt packt. Weil ich so intelligent bin, dass mir die Polizei nie etwas nachweisen konnte, yeah. Tony-Style. Ja, was, keine Ahnung, ja, Nachbarschaft, ja. Keine Ahnung, also ich finde es ein bisschen wack, das, also ich finde es eigentlich prinzipiell komplett wack und ich finde, es auch, das gehört nicht in die Haus und ich gehört eigentlich nirgendwo rein, so. Der Typ ist auf jeden Fall besser als der davor, aber prinzipiell ist er auch wack. Das Einzige, warum ich Punkte für geben muss und vielleicht mich ein bisschen amüsiert fühle und ein bisschen lache, ist, weil ich denke, der meint's ernst. Der Fremdscham bringt mich zum Lachen, das ist einfach nur Schadenfreude, wenn ich hier gerade lache. Und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur respektlos, Rezo. Ne, ich meine es ja nicht böse oder so, aber das ist einfach, ja.
Keine Ahnung, es ist einfach scheiße. Julian macht ein auf. Meiner Meinung nach. Clown, Alter, wo wohnst du? Bestimmt in einem Baum. Ich stücke die Garn, bleib wie der Boss, ich bleibe der weiße Rick Ross. Gebe die Parts, füge die Bars, füge die billige Hinters, was? Yeah. Stop dem Stars, kick sie krass. Aber sein Double Time ist schon. Also dafür, dass alles andere scheiße ist, die Silben vom Double Time bringt er schon relativ gut gepresst auf den Beat. Komm mit der Klappe, ich mach dich nass, ich kicke wieder mal diese doppelten Lines. Rap so hoch, sonst ist keine Lines. Oh shit. Alle staunen, ein Talent in Person. Rapper denken, sie haben eine psychische Illusion. Yeah. Und wieder sagen sie, ich sei ein Rap-Genie. Rap wie die Typen vom MTV. Rap wie die Typen vom MTV. Ja, man muss ihm schon mal einen Punkt geben. Also ich gebe ihm sogar jetzt noch einen, weil... er auf jeden Fall, sagen wir mal so, wenn es jetzt sein erster, oder wenn er gerade zu dem Zeitpunkt noch am Anfang seiner Karriere war, wo ich schwer ausgehe, dann muss man wirklich sagen, dass er scheiße ist, meiner Meinung nach, aber dass man auf jeden Fall Talent erkennen kann und daraus was werden könnte, weil er schon weiß, worauf es ankommt, so. Auf die Flows, auf die Reime und so, auf die Wortspielereien, auch wenn er ausgelutschte Wortspielereien wie Nachbarschaft oder so, ne? Nachbarschaft, nicht mal Nachbarschaft. Aber ja. Leider sehe ich jetzt nur das Produkt, was mir hier gerade vorgewiesen wird, und das ist einfach nur scheiße. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Fick Julian, Ensign bleibt ein Bastard. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Lade die Gun, schieß auf ihn, klick, klack, bam, bam. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Ich wette, bei der Stelle haben die sich gefeiert, sein Produzent und er hat es aufgenommen, haben die gesagt, Digga, da müssen noch so Gun-Geräusche drunter. Und dann haben die das gemacht so, und dann dachten beide so, ja, Mann, Alter, Digga, das kommt richtig episch. Ensign bleibt ein Bastard. Es ist Life, lade die Gun, schieß auf ihn, klick, klack, bam, bam. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Fick Julian, Ensign bleibt ein Bastard. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Lade die Gun, schieß auf ihn, klick, klack, bam, bam. Oh shit, oh bitch, und innerlich weiß dieser Julian. Auch da, man merkt schon, dass er irgendwie einen gewissen Flow an den Tag legen will, aber es ist halt... Es ist halt irgendwie trotzdem scheiße. Oh shit, oh bitch, und innerlich weiß dieser Julian, dass er ne Fotz ist. Tyk auf Play, dieser Junge erscheint. Ich bin der, der Tag und Nacht rhymt. Yeah. Rhymt? Was ist denn rhymt? Ist das ein neues Verb im Duden? Schlag ich gleich mal nach. Rhymt. Freundin an, ob sie erreichen kann, um zu sehen, was ich bei ihr erreichen kann. Und dieser Julian an, ob sie erreichen kann, um zu sehen, was ich bei ihr erreichen kann. Musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln hier. Ist es jetzt der erste? Kann. Und dieser Julian heißt Juli eigentlich. Und dieser Julian? An welche Stimme erinnert? Um zu sehen, was ich bei ihr erreichen kann. Und dieser Julian heißt Juli. An welchen Rapper erinnert mich an die Stelle? Kann. Um zu sehen, was ich bei ihr erreichen kann. Und dieser Julian heißt Juli eigentlich. Wurde ab September bis Juli Arsch gefickt. Alter, hör gut zu, du spürst meine Arroganz. Und früher zerstörte ich die Arroganz. Das war der Anfang, ich komm noch in Topform. Schlag Julian. Topform. Kau, er bekommt ne Topform. Und Punch meinte, ich sah sozial. Doch lässt sich von ihm befriedigen zum ersten Mal. Seine Meinung einmal ist keinmal. Denn er lässt auf sich alles drauf wie eine Fahrbahn. Yeah. Es ist Nightlife. Er lässt auf sich alles drauf wie eine Fahrbahn. Es ist Nightlife. Fick Julian. Ja, ich musste schmunzeln. Es ist Nightlife. Es ist Nightlife. Ey, yo, Julian, lass Punch ins Turnier rein. Ansonsten muss das passt wieder ins Tierheim. Ah, Freunde, also. Ah. Ah. Wisst ihr eigentlich, ne? Ich bin ein bisschen ambivalent und zwiegespalten, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sag's jetzt mal. Eigentlich habe ich keinen Bock auf das Turnier, gell? Eigentlich würde ich am liebsten sagen, so scheiß drauf, weg mit dem Host, so. Ich guck's mir gern mal an, so diese Highlight-Runden, so. Aber prinzipiell will ich Videos machen, die irgendeinen Sinn haben. Ich meine, ich schmück meine Videos zwar immer mit gequirlter Siff-Scheiße und laber viel Kacke, viel Witze, tralalala. Aber prinzipiell haben meine Videos, zumindest will ich, dass es so rüberkommt, einen roten Faden und auch einen Sinn, sag ich mal. Also wenn ich was beurteile, dann nicht, weil ich mich über andere stelle und denke, ich bin der gefragteste Typ und habe die meiste Ahnung, sondern einfach, weil ich weiß, dass da draußen viele Leute interessiert an meiner Meinung sind und weil ich auch selber von mir denke, dass ich Ahnung habe. Aber bei so einem Ding jetzt, so dieses Host, ne, da kann ich ja
von dem, wovon ich Ahnung habe, gar nicht an den Tag legen und euch mitteilen, weil das ist ja einfach, da könnte auch jeder x-beliebige Hi-Opa hier sitzen und sich das angucken und sagen, ah ja, wenn ich schmunzel, gebe ich einen Punkt. Aber sowas, ich habe da gar keinen Bock drauf, hier die Lyrik und so zu analysieren und mir da die Mühe zu machen, um da irgendwie was zu erklären. Das ist wie, wenn ich ein Schrottauto nehme und jemand soll den Lack von dem Schrottauto lackieren, Alter, analysieren. Das ist, weiß ich nicht, aber natürlich weiß ich, dass diese Community oder dieses YouTube-Ding, wir sind ja, das ist ein Geben und ein Nehmen, wir sind ja quasi zwei, ihr und ich. Und viele von euch wünschen sich das, dass ich das mache. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ist ein No-Go. Also wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, mir Witze über krebskranke Kinder reinziehen sollte, weil ihr euch das wünscht, dann würde ich sagen, nee, ist ein No-Go, mach ich nicht so, ne? Aber es ist ja trotzdem Julians Block Battle, es ist ein Teil der Julians Block Battle-Geschichte. Und viele von euch aus meiner Community wünschen sich das, dass ich mir das reinziehe. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich es tue. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Herr Jiki, aber was bist denn du für ein YouTuber? Normalerweise müssen YouTuber nur das machen, worauf sie Bock haben und so. Tralala, aber die Aussage teile ich, aber nicht so zu 100%. Weil wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen so. Und ohne meine Community, ohne euch, wäre mein YouTube-Channel ein Scheißhaufen so. Also mache ich das hier so gut ich kann. Und wollte euch das einfach nur gerade mal mitteilen. Und später gehe ich in den Club mitteilen. Ja, das war genauso ein Split hier. Nightlife, ruft mich an, kannst du habe 500 Euro. Hall of Shame Nummer 5. Diesmal. Ach so, Punkte. Nightlife hat hier bekommen 2, 4, 6, 7. Und der Anne Vogel 4. Etwas länger, weil letzte Woche etwas zu kurz. Chris, eintragen in das Dokument, Dokumentenbruder. Eintragen. 7, 4. Ich hoffe, du hast es geregelt. Geraten ist, fangen wir mal mit Eddie an. Bei Eddie muss man sich ernsthaft fragen, auf welchen Beat er überhaupt versucht hat zu rappen. Ich glaube, dass er das so macht, wie ich in meinen Videos, den Text aufnehmen und dann hinterher einfach irgendeinen Beat runterlegen. Denn er kommt nicht mal ansatzweise auch nur in die Nähe eines Taktes. Du nennst die Bibel Dünches, machst die Religion runter. Was ist dann mit deinem Album? Analyse, was versteht man darunter? Dass du gerne in deinen Arsch gefickt wirst, warum sagst du das nicht gleich? Okay, ich verstehe, dein Leben muss aber echt hart sein, taglich. Ich habe mir mal den Spaß... Dein Leben muss echt hart sein. Nein, Dark Life ist aber echt gar nicht so schlecht. Spaß gemacht und das ein paar Enten vorgespielt. Die Reaktionen waren ziemlich eindeutig. Selbst das war lustig. Wenn man darüber hinweg sieht, dass er Offbeat praktisch neu erfindet, sind seine Punchlines absoluter Bullshit. Solche Typen wie dich verprügelte man auf dem Schulhof, Julian. Man nannte sie Hurensohn und disste sie auch in den Schulferien. Dann kommt noch etwas, was Eddie wahrscheinlich für Spitz hält. Nochmal für alle, die keinen Plan haben. Mein Spit ist es, wenn man das Gleiche auf das Gleiche... Spit oder Split? Jetzt kommt wieder die Diskussion. Also wahrscheinlich heißt es offiziell Spit. Ich gebe mich da... Ich erkenne es an, trotzdem verwende ich einfach den Begriff Split, weil es für mich viel mehr Sinn macht. Und insgeheim wisst ihr das auch, dass es viel mehr Sinn macht. Es macht viel mehr Sinn. Eiche rappt und es einen anderen Sinn hat. Hier ein billiges Beispiel. Ich esse eine Ananas. Ich mache jetzt die Ananas. Und jetzt gebt euch mal Folgendes. Julian, du fettes Kind, geh ins Fitnessbank drücken. Ach nee, dein Konto ist ja, aber du mich auch von der Bank drücken, du Lärm. Aber das ist der... Ey, ich fand, das war der beste Split. Der beste Spit. Ohne Spaß, Alter. Also ich hab den noch... Der ist natürlich auch ultra wack und auf keinem hohen Niveau. Aber ich musste lachen und hab den so noch nie gehört. Du Hundescheiße auf dem Gehweg. Hör auf mich. Ja, Gehweg und geh weg ist natürlich jetzt wieder unfassbar scheiße. In die Sicht reinzulaufen, Junge, und geh weg. Ich bin Eddie, bin wortgewandt und schlagfertig. Und dich, Julian, mache ich mit deinem Schlagfertig. Mein persönliches Highlight ist, du Lappen, du Hundescheißhaufen auf dem Gehweg. Hör auf, mir in die Sicht reinzulaufen und geh weg. Gehweg auf geh weg. Wahnsinn. Nach diesen ganzen Spits haut er aber eine Line raus, bei der er nochmal verdeutlicht, wie krass es bittet. Adolf Hitler hatte einen Kamm über den Lippen und ich besorg dir einen ein Kamm über den Lippen. Danach besorg ich es deiner Mom zwischen den Titten und es macht mehr. Aber das ist vom Flow und von den Reimen natürlich jetzt geringes Niveau, aber wack ist es nett.
aber das ist auch die einzige Stelle, die nicht komplett wack ist. Mann zwischen den Titten. Und es macht mir echt Fun, so sinnvoll zu spitten. Es macht ihm anscheinend Fun, so sinnvoll zu spitten. Man erinnere sich auch nochmal an die Hook, in der er sagt, ich bin Eddie, wortgewandt und schlagfertig. Ich möchte mir hier mal kurz die Freiheit nehmen und diese Aussage korrigieren. Du bist Eddie, wack, triffst den Takt nicht und rappst sinnlose Scheiße, die sich noch nicht einmal reimt, selbst wenn du versuchst, das Gleiche auf das Gleiche zu rappen. Nightlife hat sich selbst lyrisch so dermaßen vernichtet, dass es wahrscheinlich sinnvoller für ihn gewesen wäre, einfach nur den Beat abzugeben. Also entweder er ist der lustigste Vogel seit Mengele oder der ist einfach brutal von sich überzeugt und ich tippe eher auf Letzteres. Ich auch. Denn er hat mir tatsächlich mit rechtlichen Schritten gedroht, weil ich ihn in die Hall of Shame gepackt habe. Geiler Typ, Alter. Geiler Typ, Alter. Also ich, solange ich mit so Typen nichts zu tun habe, die sich so selbst feiern und so jeden Hang zur Realität verloren haben, feiere ich die Typen, ne? Also wenn du mit denen nämlich in einem Konflikt stehst, dann gibst du dich gleichzeitig auf so ein Niveau ab, wenn du mit denen anfängst zu diskutieren, auf dem Niveau du dich nicht wohlfühlst und was auch unter deiner Würde liegt. So. Aber so als Zuschauer jetzt so finde ich den Typ geil, Alter. Der droht mit rechtlichen Schritten, Alter. Wie alt ist denn der? 14? Höchstens, Alter, oder? Denn er wollte teilnehmen, um, Zitat, diese Opferrapper alle nacheinander rauszukicken. Es geiler Typ, Alter. Ich hab mir wieder mal alles vollgerotzt. Gott sei Dank, jetzt neu. Der Once Again Back ist die Incredible Hoodie mit extra Spermaflecken von deinem Idol J. Jiggy. Das sind keine Spermaflecken, das ist Scheidensekret von meiner Freundin. Es gibt Leute, die mit dieser Situation umgehen wie Männer und trotzdem weitermachen, so wie Fetti und... Warte, die Stelle muss ich mir nochmal anhören. ...nehmen, um, Zitat, diese Opferrapper alle nacheinander rauszukicken. Es gibt Leute, die mit dieser Situation umgehen wie Männer und trotzdem weitermachen, so wie Fetti und Eddie. Und es gibt Mädchen, die sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen und denen ihr Tanga verrutscht ist wie Nightlife. Er hat dann aber bei Facebook gesagt, dass er bei 2000 Likes doch weitermachen würde. Die hat er inzwischen auch bekommen. Also entweder er macht jetzt weiter oder macht auf beleidigte Leberwurst. Aber kommen wir zu seiner Qualifikation. Vollkontakt Rap, Junge, ich bin drauf. Ficke die billige Bits, Julien, geh auf die Knie und geh drauf. Ficke die billige Bits. Ich weiß zwar nicht. Julien, geh auf die Drohnen. Sagt er wirklich Bit? Vollkontakt Rap, Junge, ich bin drauf. Ficke die billige Bits, Julien, geh auf die Knie und geh drauf. Ficke die billige Bits. Ich weiß zwar nicht, was ihm die Aufsätze für einen Akkuschrauber getan haben oder ob ihm seine Internetleitung nicht schnell genug ist. Jedenfalls möchte er anscheinend die billige Bits ficken. Ich bin dieser Junge aus der Nachbarschaft. Was ich tu, das, was ich mal dein Nachbar schafft. Yeah. Er... Was ich tue, das nicht, weil der Nachbar, ich hab's auch voll sinnlos, ja, warum vergleicht er das ja mit dem Nachbar? Was soll denn der Nachbar groß können? Tu das, was nicht mal mein Nachbar schafft. Ich finde es wirklich cool, dass du meinem Nachbarn indirekt Props gibst, weil wenn du etwas tust, was noch nicht mal mein Nachbar schafft, dann implizierst du damit, dass mein Nachbar, abgesehen von dem, was du tust, eine ganze Menge drauf haben muss. Ich bin nachts unterwegs, nachts, wenn du schläfst, du wirst ein Rapper sein, komm, ich zeig dir, wie es geht. Unterwegs, wenn du schläfst, wie es geht, was für geniale Reime. Unreimt sich auf wenn und wie. Ter reimt sich auf du und es und Wegs reimt sich auf schläfst und geht. Ich wette, der Nightlife oder auch viele da, die checken halt das gar nicht. Wahrscheinlich jetzt auch viele von, oder naja, mittlerweile seid ihr ja so geweeft, dass ihr, naja, ich sag mal so 80% von meinen Zuschauern, hoffe ich zumindest, wenn nicht, ist es auch gar kein Problem, ja, verstehen das gar nicht hier. Und ich glaube, der Nightlife am wenigsten. Ja. Bis heute noch nicht. Ah, bitte, Nightlife. Bitte, bitte. Zeig mir, wie das mit dem Rappen funktioniert. Ich hab das anscheinend noch nicht so ganz verstanden. Und dieser Julien macht einen auf Clown. Alter, wo wohnst du? Bestimmt in einem Baum. Dürfte ich einmal um eure ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Auch die minderbemittelten Inzestkinder unter euch, nehmen mal bitte ganz kurz den Penis aus ihren Geschwistern. Das ist nämlich ein historischer Moment. Wir haben soeben die schlechteste Punchline in Kombination mit dem schlechtesten den Reim in der Geschichte von schlecht vernommen. Nightlife hat gerade tatsächlich sinngemäß gesagt, du bist ein Clown und wohnst in einem Baum. Das ist die erste Punchline von allen Qualifikationen, die mich wirklich ernsthaft getroffen und verletzt hat.
aber eher auf einer ungewollten Ebene. Aber im Anschluss, wohlgemerkt nach dieser grauenvollen Line, bringt er folgendes. Alle staunen, ein Talent in Person. Rapper denken, sie haben eine psychische Illusion. Ja, das Talent in Person. Er versucht nicht mal im Ansatz einen Reim zu machen, der mehr als eine Silbe hat. Oh shit, oh bitch. Weiß dieser Julian, dass er ne Fotze ist. Innerlich. Das Lachen danach, geile Adlib. Julian, dass er ne Fotze ist. Innerlich auf Fotze ist. Innerlich Spinner bis Sinner gibt, zimperlich Kinderstrich. Reim doch wenigstens irgendeine wacke Gammelscheiße aufeinander. Oder versuchst du wirklich mit aller Gewalt bloß keinen Doppelreim zu machen? Aber was ich am Video fast noch am geilsten finde, ist der Mitläufer, der neben ihm steht und die ganze Zeit nickt, als wäre das voll krass, was Nightlife da fabriziert hat. Von euch hat Nightlife ziemlich viele Punkte bekommen und er tritt am 12.04. gegen Playerboy an. Was? Auch noch gegen Playerboy? Alter, da freue ich mich drauf. Geil. Geil, Alter. Ich wollte gerade schon sagen, ich freue mich, dass er weitermacht und ich freue mich auf die nächste Runde von Nightlife und auch noch gegen Playerboy, Alter. Das ist ja ein legendäres Highlight-Battle, Alter. Wenn er bis dahin in seiner Hose noch zwei halbwegs brauchbare Eier finden kann. Hier die aktuelle Rangliste in der Hall of Shame. Es ist Nightlife, lade die Gun, schieß auf den Klick, lag, bam, bam. Es ist Nightlife, es ist Nightlife, fick Julian, ey, so bleibt ein Bastard. Also das war jetzt zum Ende hin nochmal sehr unterhaltsam, Freunde. Das hat mir jetzt doch Spaß gemacht, ne? Aber denkt nochmal daran, was ich euch vorher gesagt habe, gell? Ja, Freunde, mi friendos, wunderschön, dass ihr dabei wart. Übrigens, vielen Dank für 51.000 Abos hier auf YouTube. Glaube ich zumindest, ja. Irgendwo steht's, ist ja auch scheißegal. 51.000 Abos. Ich mache mir jetzt einen O-Saft frisch gepressen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Wenn nicht, dann genießt den Tag einfach anderweitig. Muchos lobos, mi friendos, euer J. Gigolo. Bis dann, tschüss.